Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Pokémon. Bin hier wieder am Eisteam am Basteln und ich habe da jetzt ein bisschen Attacken-Variety reingebracht. Also die die Breitseite? Oder war es Drachenrute? Ah, Drachenrute müssen wir noch rauspacken, weil das hat leider nicht funktioniert gegen Herashai. Das war ja eigentlich mein Herashai-Killer. Da muss ich auf jeden Fall noch was anderes reinmachen. Aber ich habe ein bisschen Attacken-Variety reingebracht. Der kann Nassschweif, mit Terra-Wasser kann das richtig gut sein. Den habe ich auf Terra-Boden gemacht mit Terra-Ausbruch und Amnesie drauf für die Spezialverteidigung. Den habe ich so gelassen, den finde ich eigentlich ganz gut. Den habe ich auch gelassen, finde ich gut, nur Terra auf Psycho gemacht. Hier habe ich Verhöhner reingepackt und Fußkick. Fußkick wird stärker, je schwerer das gegnerische Pokémon ist. Und ab 50 Kilo macht das schon 100 Base Damage. Also richtig stark. Und Arktidas habe ich den Turbodreher draufgepackt. Der war eigentlich ganz gut in den Battles gestern. Nur gegen Spezialangreifer ist der halt echt Müll. So, und damit gehe ich jetzt nochmal in die VGC rein. Ah, ich muss die Attacke hier noch wechseln. Ah, was nehmen wir da? Ich glaube, ich mache jetzt einfach mal Knirscher für den Übergang. Da soll aber noch auf jeden Fall noch was anderes drauf. Gucken wir mal. Ein ganz komischer Lied, muss ich sagen. Gucken wir mal. Yep. Ja, die Kuakubero war schon mal jetzt sehr gut. Jetzt habe ich den Rückenwind und Motsuneva wird nächste Runde reinschallern. Dann habe ich noch die eisige Stimmung. So läuft's gut. So läuft's gut, obwohl er natürlich übel viel Schaden mit Spukwart wieder gemacht hat. Ist klar sehr effektiv, aber ich habe 360 Spezialverteidigung. Und dann würde ich sagen, komme ich doch hier direkt mal mit dem Knirscher an. Mit Rückenwind müsste ich eigentlich schneller sein. Der hat 80 Base in it. Es geht auf 160. Müsste ich auf jeden Fall schneller sein als alles. Und dann kann ich hier... Er hat Hitzewelle, ne? Vielleicht drückt er sogar nochmal Hitzewelle jetzt. Dann könnte ich hier entspannt auf Knirscher gehen. Er hat einfach zurückgerufen, okay. Gut, der kann kein Terra mehr machen. Vielleicht macht er Schubschild nächste Runde mit dem, um Rückenwind eine Runde rauszukriegen. Der ist ja nicht tot. Krass, der hat Gurt an. Jetzt ist die Frage, ob ich ihn auswechseln soll. Er wird auf jeden Fall Goldrausch machen. Das ist Spezial. Könnte ich auf ihn gehen? Theorie. Ich glaube, ich mache das sogar. Und hier haue ich einen Eisplitter rein. Der nichts mehr rausbekommt. Der auf jeden Fall weg ist. Ich hab's unbesiegbar, Audio.
Überlebe ich den Spukball von denen? Ich kann da schweigen. Er kann nicht mehr terran, der ist weg. Oh ja, das will ich jetzt sehen. Komm, gib's mir. Den Naschwalk will ich sehen. No, fühlt sich das gut an, Leute. Krass, dass das nicht überlebt. Ich hätte echt gedacht, ihr überlebt das. Wieso zieht Gengar so... Ah, Belebekraft hatte ich. Stimmt. Hätte dann einfach nochmal austauschen sollen. Ich bin dumm. Aua. Aber jetzt kann ich nochmal Rückenwind machen. Au. Ich hätte ihn einfach nochmal austauschen können. Wie lange ist das noch blockiert? Ich kann mir vorstellen, dass er vielleicht gar nicht Hitzewelle drückt, aber... Hau dir mal das rein. Vielleicht macht er jetzt Goldrausch, dann wäre das schon ganz gut. Oder Goldrausch, Hitzewelle, irgend sowas. Terrorausch. Das ist sehr effektiv. Eishaut ist echt eine coole Sache. Und Knirscher ist nicht mehr blockiert. Zack. Egal auf wen er... Vielleicht macht er jetzt Goldrausch. Aufgegeben. Schön. Ey, direkt wieder den ersten Kampf gewonnen. Das Team ist geil, Leute. Ich sage es euch. Aber hätte er Kramurks am Anfang gemacht, wäre wieder vielleicht eine andere Story gewesen. Guck mal, ob ein Käfer gebrummt den direkt killt. Vielleicht auch nicht. Mal gucken. Das ist schon mal sehr gut. Damit der schon mal weg ist. Und ich kann jetzt Eiskreise machen und das Psychofeld weghauen. Ich muss gegen den Knirscher machen. Ich habe gar keine Eiskreise. Lol. Ich muss Knirscher machen. Er wird jetzt eben Zauberraum machen. Macht er da einen Flächenmarkt? Flächenmarkt geht ja auf alle. Dann mache ich Rundumschutz. Den sieht er nicht kommen. Den Rundumschutz wird er nicht kommen sehen. Wenn er jetzt Dürre macht, ist auch krass. Bringt er jetzt Kürtel? Krass, okay. Also die Stimmung hat mir ja Geist gebracht. Das hätte ich auch predikten können, um ehrlich zu sein.
Aber ich werde den Rundumschutz machen, den wird er nicht predikten. Und den Nassschweif wird er erst recht nicht predikten. Boah, Terra kann er. Kann er noch Terran? Ja, er kann noch Terran. Geht er um Terra? Wenn er auf Terra Pflanze geht, habe ich echt ein Problem. Ich mach Nassschweif auf ihn, damit seine Eruption nicht ganz so viel abzieht. Ja. Scheiße. Wegen Dürre, ne, zieht das nochmal weniger ab. Heißt immer noch das Psychofeld aktiv, ne? Na, hoffen wir mal, ob der nochmal eine Attacke überlebt, Espinodon. Scheiße, ja. Wird schwierig. Tobi, danke für den Follow. Wow, ich bin sogar schneller. Das ist gut. Wegen Bizarro, warum bin ich so langsam? Krass. Guten Morgen, Locke. Frohe Weihnachten auch an dich. So, jetzt die Frage, ist Bizarro rum? Kriege ich noch einen Rückenwind raus? Keine Ahnung, wie schnell Buckel ist. Bizarro, noch eine Runde, das ist echt scheiße.
Terra Kampf, krass. Okay. Ich hab Psychokinese auf Larsch, okay. Er traut sich nicht auf die Eruption. Krass. Denn rundum Schutz predicted. Frohe Weihnachten, Tobi. Das ist guter Schaden. Und jetzt bin ich schneller. Psyche fällt auch weg. Also mit ihm bin ich auf jeden Fall nicht schneller. Aber ich könnte hier nochmal eisige Stimmung machen. Das wäre echt gut für mich. Aber mit meinem Espinoda bin ich auf jeden Fall schneller als Körtel. Und der Buckel da, der macht gar keinen Scheiße! Den habe ich nicht kommen sehen. Ich wäre auf jeden Fall schneller gewesen, das ist gut zu wissen. Die sind richtig lahm. Und der hat keinen Bizarro-Raum-Zipper mehr. Immer Body Press. Da. Viel Schaden, obwohl es nicht sehr effektiv ist, krass. Egal, jetzt kommt erstmal wieder die eisige Stimmung. Das ist gut. Und in der nächsten Runde kann ich die richtig fertig machen. Belebekraft heilt mich auch wieder. Oh, das ist echt gut. Also mit der Attacken-Variety ist er schon mal sehr viel besser. Und Espinoron ist ja so ein Tank, ist ja krass. Da ich mit dem sowieso schneller bin, ne, überlege ich echt, ob ich nicht einfach so angreife. Wir haben auch keine Amnesie. Guck mal, sogar ich bin mit dem sogar schneller. Na, ja, der ist weg. Kolo finde ich mega. Ja, ist so. Die Amnesie hat sich ja mal richtig gelohnt. Was? So viel? Verstehe ich schon wieder nicht. Psychokinese muss jetzt reinhauen. Psychokinese muss jetzt schallern, sonst habe ich ein Problem. Schönes Larsho King. Larsho King, echt Man of the Match. Larsho King MVP. Macht euch ein Larsho King. Echt geil. Und ich habe nicht mal als Target Dieb oder so benutzt. Mega, mega nice. Besiegs AG. Bam.